Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes. Leute, wir sind bei Staffel 3, Folge 4 angekommen. Und für alle, die neu sein sollten, checkt gerne mal die Playlist ab. Oben im Easy für euch verlinkt. Dort könnt ihr Staffel 1, 2 und bis jetzt logischerweise auch die ersten drei Folgen der dritten Staffel mit zusammenschauen. Falls ihr Bock habt, Haus des Geldes nochmal zu schauen, Rewatch zu machen, macht es gerne mit mir zusammen, Leute. Damals habe ich die ersten beiden Staffeln auch komplett blind geguckt mit euch. Es waren extreme Momente dabei und wir hatten sehr viel Spaß. Denke ich doch. Für alle, die ansonsten neu sind und sich fragen, Bruder, wie kann ich das Ganze hier schauen? Ich habe doch nur deine dumme Facecam, die möchte ich doch gar nicht sehen. Ganz easy, Freunde. Wir schauen zusammen rein, wie wir das machen. Und zwar habt ihr hier jetzt mein Video. Das ist eins von Simon jetzt, aber ja, wir tun mal so, ob das hier ist, was ihr gerade seht von mir. Da macht ein Doppel-Rechtsklick drauf. Dann habt ihr hier Schleife, Videoadresse, Stream, bla bla bla. Wir wollen aber Bild im Bild. Bild im Bild und dann habt ihr plopp genau dieses Video hier unten einmal, dass ihr beliebig groß und klein ziehen könnt, übrigens noch ein guter Extra-Bonus. Und dann geht ihr gleichzeitig auf euren Netflix-Account oder auf eure Streaming-Seite eurer Wahl, die ich jetzt hier nicht weiter anbieten möchte. Zieht meine Facecam irgendwo hin, wo ihr wollt und drückt dann mit mir zusammen hier bei der Netflix-Folge auf Play. Ich werde gleich zwei Timer einblenden, einer, der vorwärts läuft, einer, der rückwärts läuft, damit ihr das wie auch immer ganz easy synchronisieren könnt. Und dann habt ihr meine Facecam bei Netflix mit drin, Freunde. Get it? Perfect. Ansonsten, es braucht nicht mehr als drei IQ-Punkte, um das hinzubekommen, denke ich. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt reinschauen. Falls ihr euch fragt, wann was online kommt, checkt auf jeden Fall gerne meinen Instagram-Account ab. Dort wird jede Woche unter anderem der Upload-Plan gepostet. Ansonsten auch ganz normal auf YouTube im Community-Tab nachschauen. Diese Woche auch zeitengemäß. Bedeutet, ihr wisst genau, wann was online kommt. Ist ganz hilfreich, denke ich. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier Staffel 3, Folge 4, Leute. Die Stunde des Delfins, die letzte Folge hat aufgehört, als Nairobi die ersten Goldbarren aus dem Tresorraum geholt hat und ja, sie den ersten großen Erfolg wirklich schon hatten. Die erste Beute ist da und sie haben das Schwierigste, sage ich mal, den Mechanismus von dem Tresorraum zu umgehen, erfolgreich hinbekommen. Und jetzt stehen wir wahrscheinlich vor dem nächsten Problem, Leute. Ryu wird eingeflogen. Nach Madrid, ich bin gespannt, wie er auf die Leute treffen wird, wie sie Ryu benutzen werden. Und ich hoffe einfach, dass diese eklige, schwangere, rauchende Bitch irgendwie sterben wird in der Serie. Das sind meine Ziele, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen zusammen rein, Leute. Die Folge geht 42 Minuten und 49 Sekunden. Letzte Folge war der Timer nicht ganz richtig. Diese Folge ist aber auf jeden Fall hundertprozentig mit am Start, Freunde. Wir schauen rein, macht euch ready. Wir drücken auf Play. 3, 2, 1. Ach Leute, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt, Mann. Ja, die üben. Die üben. Die üben. Aber es ist gut, dass die üben. Und wichtig, ist wichtig. Sehr wichtig, Mann. True. Dezent. Ja. Ey, das kann ich aber voll nachvollziehen. Das kann ich verstehen, Mann. Weiß nicht, Mann. True. Kindererziehung 101 mit Bogota. Oh, krass. Ernsthaft? Wow.
Warum leben die überall woanders? Krass. Heftig. Das ist true. Ja, das ist ein cooler Shot. Leute, oh, pures Gold, Alter. Pures Gold einfach. Holy shit. Oh, das muss sich so gut anfühlen. Das muss sich so gut anfühlen, Leute. Oh ja. Huch. War doch nur ein Kompliment, Bruder. Kommt kein Shot auf den Fußball jetzt, Leute? Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht. Leute, es läuft doch. Boah, geile, geile Soundtrack-Wahl wieder mal. Yo, da ist ja so viel drin. Die Unterwassersachen sehen echt krass aus. Lol. Was? Ehre. Uff. Uff. Es wird alles abgehört, Mann. Alles. Wir sind überall, Leute. Na gut, es war ja eher so freiwillig, sag ich mal. Ja, das ist ja kein gezwungen.
Was? Oh. Ja. Okay. Ich muss sagen, ich mag den Typen. Der ist gut. Der greift durch. Der greift durch, Leute. Und ihr wisst, wofür es jetzt wieder Zeit ist, Freunde. Wir machen eine kleine Tanzparty wieder, glaube ich. Ausdruckstanz ist heute dran. Grüße gehen raus an alle, die einfach durchskippen, ohne das auf Netflix zu gucken. Das machen wir hier in dieser Reaction-Würde. Wir tanzen und drehen uns eine Runde. Beste Intro-Song, Alter, oh mein Gott. Wieder ein Kuss raus, Alter. So. Oh nein, da waren wir stehen geblieben. Nein. Ich kann das doch nicht mit ansehen, Alter. Oh, ist schon vorbei. Oh, Ehre, dass wir das nicht mit ansehen mussten. Alter. Ich wäre gestorben. Hä? Ist das ein Marder? Nee, was ist das? Freunde, ich kenne Tiere nicht. Alter. True. Oh, die Mucke ist aber echt geil. Die Mucke ist geil dieses Mal. Tamayo. Ist es Flipper? Okay. Oh. Oh, ich liebe ihn. Lol.
lol. Was? Alter. Gnade. Krass. Lol. Leute. Da wird aber noch was gehen, Leute. Der tut mir jetzt schon leid, der Arme. Das ist so ein Milchboy. Also ich hab die Lache vermisst. Pablo. Oh, same, Bruder. Hä? Der Arme muss zwei tragen. Ich liebe den Psychopathen Denver. Was? Was? Ich check den Film auch nicht. Ich check den Film auch nicht. Ich check den Film auch nicht. Okay, doch, Terminator. Ich hab überlegt, Terminator ist der einzige. Ja, aber zwei Schutzwesten halten das aus. Das war nur der Druck. Ja, Milchbubi Miguel ist nichts passiert, keine Sorge. Es ist halt wie ein heftiger Schlag auf die Westen so. Das tut schon weh und er hat aber wahrscheinlich auch einen blauen Fleck, aber mehr nicht. Idiot. Wow. Was haben Sie an?
True. Herr Ehre. Den habe ich ja noch nie gesehen. Wo kommt denn der her? Oh lol, doppelt gemoppelt ist das dann nochmal. Lol. Lol, doppelt gemoppelt, das ist schlau. Lol. Lol. Nichts. Oh ja, er sagt es. Ah, ja, doch, er fängt wieder so an. True. Wicht. Krass. Balls auf den Tisch gehauen hat sie. Das. Sie ist tot. True. Das ist irgendwie mega weird, aber irgendwie auch mega cute.
Ja, der Typ ist schon krass. Der ist schon der nächste. Der ist schon ein Step besser als letztes Mal. Der ist. Ich weiß nicht, mit dem ist nicht zu spaßen. Ja. Es wird eine Weile brauchen, bis sie den Move checken, glaube ich. Da kommt man nicht so einfach drauf. An sowas denkt man nicht so easy, glaube ich. Ich glaube, man kann sagen, dass beide Seiten dieses Mal auf jeden Fall ihr Game ein bisschen höher gesetzt haben und krasser unterwegs sind. Digga, sieht aus wie der Himmel irgendwie, oder? Jetzt mal Real Talk. Hä? Ist einfach der Himmel. Ich liebe es, wenn er diese Handbewegung macht. Ja, was sind des Wortes jetzt auch? Er sieht echt cool aus mittlerweile. Ich muss sagen, er sieht cool aus. Er sieht fucking aus und aus irgendwie mit dem Bart und so. Steht ihm. Auch wenn er ein bisschen schmierig ist, glaube ich, aber ist mir egal. Ich glaube, er sagt Tokio. Kein Grund, hier so beleidigend zu werden, hallo?
Ah, okay. Jetzt wird er mitspielen. Er hat Hass auf Denver. Zeig noch einmal mehr mit dem Finger drauf, bitte. Er hat Hass auf Denver, er will, dass Denver stirbt. Wir wollen die Eisbären sehen. Fühle ich. Fühle ich den Punkt. Cyclops jetzt auch mit dem Team Ehre. Was ist denn Plan Delfin jetzt exactly, Alter? Machen Sie. Ah. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Er hat keine Ahnung, Alter. Es ist so cool. Ey, das ist fucking cool. Wenn er wüsste, so wisst ihr. Er denkt so, er ist in der Obermacht. Aber den Plan von denen kann man sich nicht ausdenken. Ehre, dass Helsinki mithilft.
Ein Fan. Einfach ein Fan. Hat wahrscheinlich so einen Fanclub zu Hause. Was für Hubschrauber? Bruder, okay. Oh, das sieht episch aus. Berlin, Alter. Krass. War eine gute Serie, Alter, habe ich geguckt früher. Okay. Ich mag das neue Team echt. Die neuen Leute sind cool. Ja, dann ganz klar die Prinzipien, Leute. So Stranger Things-artige Mucke im Hintergrund. Komm schon. Helsinki sieht fucking awesome aus, Mann. Oh. Der Typ würde Ehre wählen, der Typ würde Ehre wählen. Das ist das Problem. Oh nein. Oh nein. Oh. Der Typ hat Eier aus Stahl. Dead. Hä? Digga, da kommt echt eine Blutleiche raus. Der.
Was macht der Typ? Er will es selbst öffnen. Das ist der Unterschied zwischen Berlin und dem Professor. Okay. Aber das Ding ist halt, der Professor hat für alle Möglichkeiten 10 Ausgänge geplant. Und Berlin 2, die ein bisschen riskant sind, aber zu mehr Erfolg führen könnten. Das ist der Unterschied. Uff. Hä? Wie sie das so sagt? Und 100 Geiseln. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Oh nein, Bogota, Bruder. Bruder, lauf! Alter, die Goldbarren werden so durch die Gegend fliegen da. Das war das Ende. Natürlich war das das Ende der Folge, Leute. Natürlich. Es gibt ja auch keinen anderen. Okay, das war das Ende, Freunde. Fuck. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wurde gesagt, was in dem Safe ist. Ich glaube, es wurde nicht gesagt, was in dem Safe ist. Ich weiß es nämlich nicht. Was könnte da noch Wertvolleres drin sein? Ich meine, wir haben da ein Batzen Geld. Batzen Gold. Es kann kein Geld sein, wegen dem Water. Beziehungsweise könnte es auch Cash sein. Aber. Da wäre dieses Wassersicherheitssystem ein bisschen zu dumm. Also muss es ja entweder auch Gold sein oder irgendwas ganz anderes. Ich weiß es nicht genau, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Aber warum muss alles so fucking knapp sein? Man merkt auf jeden Fall auch daran, wie knapp es ist und wie viel schief geht, dass der Plan, no offense, von Berlin City ist und nicht vom Professor himself. Weil, wie ich eben schon meinte, Berlin setzt lieber auf Risiko. Und nicht auf viele kleine, verschiedene, verschachtelte Sachen. Also Berlin möchte mit, deswegen ist der Plan ist auch ein bisschen schneller. Berlin möchte lieber mehr erreichen in kurzer Zeit, dafür mit ein bisschen Risiko immer. Was jetzt vielleicht ab und zu ein bisschen verhängnisvoll wird, aber noch ist ja alles safe, glaube ich. Was nur das Wort ist. Ich bin gespannt, was im Safe drin ist. Und hoffe einfach nur, dass es noch klappt, Alter. Bruder. Boah, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, Freunde, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder um 16 Uhr. Diesmal 16 Uhr pünktlich, Freunde, ja, weil ich ein bisschen früher aufgenommen habe diesmal. Sehen uns Donnerstag 16 Uhr pünktlich mit der neuen Folge von Haus des Geldes. Staffel 3, Folge 5 sind wir dann schon, Leute. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Eure Meinung würde mich interessieren. Und dann sehen wir uns. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.